Die holländische East India Company hatte im 17. Jahrhundert am Kap eine Versorgungsstation für ihre Schiffe eingerichtet. Dies löste auch einen Einwanderungsstrom aus Europa und Asien aus. Hier spielt also eine Nachfahrin europäischer Einwanderer Golf. Die Hottentotten, die Ureinwohner, versorgten früher die East India Company mit Lebensmitteln. Heute sind sie zu 50% arbeitslos. Is this your own house? No, but just a worker. You're just painting it? Yes, all the houses right down. To whom do these houses belong, do you know? To that woman there, Mrs. Johnman. Mrs.? Johnman. Johnman. She owns all these houses? Yes, all the green and the white. Oh. And you are making them nice looking, huh? I'm a maintainer here. Very good. Hello. Goedemiddag. Goedemiddag. Hoe gaan het hier reizen geniet? So you also speak Dutch? I didn't know that. Ja. Es meneer moe, sinterbiet in de klaar. Oh ja, dank je. Ik heb stoelen om te zitten. From which village in Holland are you? <I'm> You must be one of the villages there, on the dike. No? Maybe, I don't know. Yeah? Het is van Dijkerville. Yes. Gisela ist wieder beschäftigt mit ihrer Lieblingsaufgabe, das heißt Rotweingläser zu leeren. Und sie hat da eine neue Freundin gefunden, die da mithilft. Eine aus Südafrika. Das ist ein bad job. Wir sind hier im Weinmuseum in Stellenbosch. Wie alt ist das Weinmuseum? Nur von 1977. Ja, diese Museum. Ja. Aber es war ein Weinkeller bevor. Ja, ja. Also als Museum ist es seit 1977. Ja. What are the names of your horses? Oh, Bell and Christian. Oh. Oh, Bell and Christian. Bell and Christian. Yeah. How long will this ride take? It takes 7 minutes. 7 minutes? Yes. Oh, yeah. Oh, what do we see? I don't know. Vineyards? Yeah, vineyards and the river and... The river and also? The house and... Yeah. Das sind Nachkommen europäischer Einwanderer beim Erdbeerpflücken. Das ist die False Bay Beach am Indischen Ozean. Trotz Apartheid-Ende nur sehr wenige Farbige. Da flirtet eine Weiße mit einem Farbigen. Das ist neu für Südafrika. Der Figur nach ist das ein Burennachfahre, also holländischer Abstammung. Er kämpft mit der Brandung und seiner Angel. Musik.
Da steht ein Schottennachkomme am Abschlag. I hear you are closing now, not so early anymore. What? The house? No, here this the restaurant. No, we don't close so early. At 7 o'clock at night. Stay 12 o'clock, of course, it depends. No, that's good. And she said she wants to open the restaurant until 12 o'clock at night. Yeah. Yeah. Uh-huh. And the house is going to be open. So you would say Gary Player has played this course? Yes, sir. After he designed the course? Yes, sir. And then he ran away? But he came again after that to just inspect the course, where there's still some problems. Everything is okay. Yeah, so he's looking after the course, yes, even now? Yes, sir. And next year you have a PGA tournament here. World Cup of Golf, sir. We'll be here? Yes. Fantastic. Fantastic, right here. Are you going to be a caddy when it's here? No, sir. No? I'm going to help here with the organizers. Oh, yeah. Yeah. That's good. Die einen malen, die anderen strecken sich und die Reichen und die Schönen langweilen sich auf ihrer Yacht. Zur Zeit der Apartheid undenkbar, Schwarze als Fremdenführer. Da lauscht selbst Mr. Ferreira, ein top-südafrikanischer Tennisspieler. Die Apartheid hat die schwarze Bevölkerung verunsichert und ihre künstlerischen Fähigkeiten verkümmern lassen. Es kamen natürlich auch Portugiesen ins Land. Hier sind die hübschen Nachkommen. Das sind die Timbilas-Spieler. Die Instrumente haben sie in den Goldbergwerken gelernt. Dort durften sie an Sonntagen vor Touristen auftreten. Ihre Tage fristeten sie als moderne Sklaven, von denen die Bergwerksbesitzer, aber auch ihre Stammeshäuptlinge profitierten. Inzwischen ist das Kap ein Touristenmekka geworden.
Aus aller Welt strömen sie herbei. Das sind einheimische Malaien, auch schon ein bisschen schwarz eingefärbt. Die Holländer besaßen an der Ostküste Malaysias eine Kolonie namens Malakka. Von dort brachten sie für landwirtschaftliche Arbeiten Malaien ans Kap. Das ist der Royal Cape Golfplatz. Winston Churchill war auch schon mal hier, aber nur an der Bar. Hier arbeitet ein indischer Mischling als Clubmanager. Wie kamen seine Vorfahren hierher? Nach den Holländern besaßen die Engländer das Kap und die brachten Inder für die Landwirtschaft. Leslie, when are we off? Now. Okay, have a nice day, sir. See you next year. Yes, God definitely. Bless you, sir. We come back in November.